Guten Morgen. Es ist wieder ein schöner Tag. Sonntagmorgen. Ich bin zu spät aufgestanden, jetzt war es schon 8 Uhr. Heute gehen wir fischen im eigenen See, probieren. Und nachher später auf John Denne. Gehen zu essen einkaufen. Das erste Mal ein bisschen schauen, wie es dort aussieht. Fischrangeln hätten wir ja. Mal schauen, ob wir eine rausnehmen können. Da. Das sieht schon in der Schwierig aus. So, ich glaube, die sollte funktionieren. Da haben wir so ein Ding. Allerdings haben wir kein Futter noch gekauft. Ein Muschelstück dran. Hier. Normalerweise kommt hier eigentlich noch das Essen rein. Aber jetzt probieren wir es einmal. Muscheln sind vom See. Niki hat denke ich, schon alle Fische verscheucht. Mal schauen, was das gibt. Und eins, zwei, Dubbelen! Nein, da habe ich keinen Fisch, keine Kamera mehr. Also ich weiss nicht, wie man das kann filmen kann, wenn ich den einen fange. Wird noch relativ schwierig. Jetzt wenn er nochmal rausgeht. Ein bisschen tiefer, also am Boden hängen bleibt, weil wir haben hier sowieso relativ viel Katzenwels. Und die sind am Boden unten. Der grösste Fisch ist, glaube ich, hier. Jetzt kommt der Champion. Hallo! Oh, jetzt essen gibt es auch noch. Oh, jetzt wird es lustig. Sie wollte mit dem Netz probieren. Oh, etwas zu essen. Und der Wandschei kommt auch noch. Ein Fahr kommt auch noch. Nachbarstochter. Das möchte ich ja sehen, wie das mit dem Netz geht. Hä? Wie Teile, Jan. Sie fragt, wie viele sie schon gefangen haben. Noch keine. Gibt es halt nichts Nacht. So, jetzt geht's los. Champion ist auf dem Weg. Oi, schön. Ui, Bami, du, ui. Wegen grossen hat es auch. Jetzt, noch, jetzt kommt noch die grosse Schwierigkeit, die Dinge rauszuholen. Vorsichtig zusammenziehen. Unten hat es ja eine Kette dran am Netz. Da sind wir am Boden abgedruckt. ปลาอีสกอย่าเพิ่งล้อไปก่อนเดี๋ยวแม่จะดึงให้เขาอยู่ในน้ำอย่าดึงสิเดี๋ยวก็หลุดออกเดี๋ยวก็ได้
ไม่ได้จับไม่ได้โอ้ยสีเจี๊ยบที่นี่จับไม่ได้แบบนี้ไม่ได้โอ้ยสีเจี๊ยบดูน่ารักที่ท่านดูยะเชิญเชิญเนี่ยคนที่เราเสียบตีตัวอุ้งโซ่ละก็มีกับข้าวให้ฮัสเบิร์นกินแล้วมีกับข้าวให้สเตฟานกินแล้วบ๊ายบายมิทช์กินสมิทท์ก็พูดถึงเกรสวยแล้วทีละสิครับเป็นสกีโลที่สองตัวใหญ่กว่านี้5กิโลแต่เอาไม่ได้มันมีตัวใหญ่กว่านี้ก็ใส่ให้ซ้ำหน่อย5กิโลประมาณครึ่งกิโลได้อยู่นี่เซนเซอร์โพสนี่ได้แล้วสวยข้าวเนี่ยที่เซนเซอร์โพสก็สิเนี่ยแต่หมดฟีดเต็มใช้เขาเรียกว่าอะไรนะที่รักเนี่ยปลามีเองอะไรเองใช้ชีวิตแบบคิงไทยเศรษฐกิจพอเพียงฮะไม่มีเคมีไม่มีเคมีทำเองกินเองบิโอโลกิชยาสดฟิชสดฟิชสด BIO ว้าวโอ้ใช่ man muss ganz ruhig sein und Geduld haben wenn man das Zeug rauspitzelt drin hat sich amigs Netz ausgelehnt ein Brütsch oder ein Cousin dann entweder hat sie es nicht zurückbekommen oder voller Löcher. Weil die wollen natürlich nur reinschmeissen, Fisch holen, reinschmeissen. Auf ein nächstes. Diesmal gehen wir hinter dem Häuschen. So. Das ist nämlich gar nicht einfach. Ich könnte das nicht. Das Netz auswerfen. Eins, zwei, drei. Oi, bitteschön. ไม่เป็นไรปลาตัวใหญ่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยกวิตุพี่เฮ็ดชอบวิตุพี่เราไม่เป็นปลาทำไมยังไม่ต้องมาเลยอับซิงค์ฮัลโหลมันไม่แตกอ่ะวางแผนแตกที่จะพีชไม่อับซิงค์ฮัลโหลช็อกโกแลตเฮ็ดสวิคือหายนี่เซนิตที่เจ็ดBig fish. ไม่เห็นปลานี่ค่ะตัวใหญ่ฟิวใช่ไหม I have fish yeah. สีเปลือกแต่ปิดเสร็จที่ชิ้นใจนะฮะปลาเน้นนะปลาอะไรวะปลาเน้นใหญ่แม่มีกี่ตัวเดียวไอ้น่ะเอาไปซุปไทยโอเควิ่งมีเชลไม่ใช่รักสติชิที่สิ่งกูเอ็ดนั่นมันก็สิ่งเอ็ดschönes Fleisch. So, Fisch haben wir genug für heute. Juhu! Fährst du mal in den Ausgang? Mein Chauffeur, du ein. Haben wir sogar noch einen Chauffeur. Hallo. Jetzt gehen wir nach John Denn. Dann haben wir eine spezielle, schöne Route. So, los geht's. Das Dörfchen, Nachbarn. 5 Leute, sind mehr als 5 Leute. Komm rein. Hallo, wie geht es euch ganz?
ist auf einmal gefliegt. Abbrennt, fliegt. Im Moment kann man nicht viel anbauen, weil es nicht regnet. Geradeaus könnte man auch gehen, aber wir gehen jetzt so hinten. Kleine Strasse. Jetzt kommen wir langsam zu den Hügeln. Es ist schön da. Jetzt hat es da noch mal Ringbäume. Tamarinde. Wir sind ja hier in der Tamarinde-Gegend, Nummer 1 Tamarinde-Gegend von Thailand. Ja, die werden langsam reif. Da gibt es dann auch ein spezielles Film über das, was die machen. Die Sahn hat das alles nicht. Da ist alles flach, einmal dort, wo mein Bruder ist. Da haben wir noch ein paar Glücksbringer aufgehängt. Das muss sein. König von Thailand, der alte. Ist auch vorhanden. Jetzt im Bach. Extrem viel Wasser. So, jetzt kommen wir hier so in ein Dörfli. Titan Mai, Kap Cha Cha Noi, ne? Titan Mai, so ein Sack. Sie soll beim grossen Baum soll sie viel langsam fahren. Das ist nämlich sehenswert. Man sieht ihn schon, man sieht ihn von weitem. Abfallentsorgung, Sammelstelle. Läden haben offen. Die Leute haben Maske an. Okay, jetzt kommen wir zu dem Baum. Ja. Nein. Okay. Oh, das ist Gewaltteil. Über 200 Jahre alt. Das ist ein mega Teil. Okay. Das ist ein mega Teil. Das ist eh schön. Das ist noch ein alter Mango dort hinten. Kokosnuss. Das Dörfli gefällt mir irgendwie. Die ganze Familie. Da ist ein Krematorium. Oh, jetzt sind wir langsam auf der Einfahrt zum Städtli. Da hat es ein paar Kaffeeshops. Ich weiss nicht, die sehen glaube ich auch zu aus. Pitna. Ja, cool. Da haben wir uns ein Auto gekauft. Lanzelottini. Ja. Oh, das ist John Denn. John Denn. Von da mit dem Malteser-Sammler.
mit den Altstoffhändlern. Hier haben wir neue Stoffhändler. Hier gibt es Gräber und Geisterhäuschen. Hier ist die große Tankstelle. Ja, es sieht also normal offen aus. Die Chinesen sind auch offen. Die Garagen haben offen. Es ist Sonntag heute, aber ja, Sonntag heisst auch nicht viel. Die Bank hat alle zu. Also die hat sicher zu. Lanahan Pit, mein. Lanahan Pit. Restaurant haben zu. Dankbar. Ja. Ja, ja. Hier ist der offene Markt. Der Markt ist offen. Ein Eingang. Okay. Laptop. Schnell zum Computer. Der Laden ist hier in der Busstation. Tesco verkauft gut, so wie es aussieht. Ah, hat ein Haufen Zeug. Hier ist die Busstation von John Denn. Busterminal. Und hier ist mein Laptop in Reparatur. Nein, nicht. Okay. Er ist offen am Sonntag. Also hier sind die Spezialisten, Computer. Automatisch. Tod am Tag. Nicht am Tag. Mal die Kap. Und haben die Computerpumpe. Mal schauen, ob das Laptop parat ist. Keyboard มันเสียเนาะครับ keyboard มันเสียใช่ผมรู้ตอนนี้สั่งซื้อรุ่นนี้ที่บริษัทเราไม่มีอะไรเลยครับทีนี้ไม่มีผมมีอีกหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ผมไปนู้นเพียงหมดดีกว่าเอาใส่ถุงเปลี่ยนที่นู่นใช่ไหมครับใช่ผมซื้อส่งแล็ปท็อปเมืองกันใช่ถ้าที่นู่นมีอะไรครับมันจะเปลี่ยนยกอัพเปิลได้เลยผมยกได้ผมต้องใส่ส่งสายมันไม่มีปัญหาฉะนั้นเดี๋ยวผมใส่กลับให้โอเคมันตัวนี้เปิดไม่ได้ไหมตอนนี้ถ้าจะเปิดผมเปิดได้ so da ist mein Computer hat jetzt mal geklappt jetzt reden auch alle da von Convit und sie haben mich auch im System irgendwo das nächste gehen wir jetzt ein Zwieliger kaufen, so haben wir noch können. Zuallererst gehen wir jetzt noch sogar Abfall entsorgen. Weil bei uns kommt ja niemand etwas holen, das müssen wir hier in der Stadt fortschiessen. Tschüss, Abfall. Hier können wir es nicht reden, hier ist ein bisschen Überschwemmung. Spielplatz. Das kann man auch machen. Aber halt einmal in der Woche, nicht mehr so. Ich bin mit der Polizei noch durchgefahren, die haben mit dem Weichen da. So, da war früher ein 7 gewesen. Das haben sie jetzt das Hintere verzögert. Ah, dort, genau. Aber ich gehe jetzt hier in Lotus. Ich hoffe, er hat offen. Das heisst, dass 6 bis 21 Uhr hat er nur offen. Ah, jetzt hat er offen. Ah, schön kühl. Was hat er gehabt? Lampe. Schauen alle ein bisschen komisch. Okay. 5 Leute an der Kasse. Die Kleinste müssen wir in Wien holen. Gehabt.
braucht natürlich eine Leiter, niemand hilft. 299 Tageslohn. Geldzelle ist natürlich lustiger als schaffen. Packung ab. Sonst kaufe ich hier nichts ein, weil ich unterstütze nicht gerne solche Läden. Jetzt haben wir Hunger, jetzt gehen wir etwas essen. So, wieder daheim. Wir müssen einen Unterbruch machen. Ich kann den Film nicht so den ganzen machen, der geht über eine Stunde. Morgen zeige ich dann noch, was wir auf dem Markt erlebt haben und was wir zu essen gemacht haben. Zusammenfassen von heute. An und für sich ist das Leben relativ normal in Jandenne. Hier im Dorf bin ich noch nie gesehen. Ja, eben. Ich muss noch ein bisschen warten. Und in Jandenne auch. Man kann nicht auswärts essen, man kann nur heimnehmen. Und als der Morgen gesehen auf dem Markt, haben sie mich auch nicht reingelassen, weil ich noch nicht beschriftet bin als ungefährlich, unbedenklich. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Morgen geht es weiter. Habt einen schönen Abend. Es ist mega heiß, 40 Grad oder so. Tschüss.